Darf ich kurz von euer Handy kurz nur anrufen? Ich habe keine Twitter. Run. Okay. Wenn ich du wäre, Digga. Ja. Du stellst, wir gehen jetzt an einem Ort, wo viel Menschenmenge ist, ne? Ja. Und dann stellst du dich einfach in die Mitte. Oder red mal Deutsch. Wo viel Menschenmenge ist. Wallah, Billa ist richtig. Wo eine Menschenmenge ist. Wallah, wo viel Menschenmenge ist, ist richtig. Wallah, gib mir Zeit. Wallah? Wallah, der will mir Deutsch sprechen. Wallah. Mach neu, mach neu. Wer ist arbeitslos? Mach neu, bleib hier. So. Okay, Wallah, ich bin. Asuda. Fang an, Asuda. Warte mal. Kendrick, wer mal. Mit Nicki Minaj. Wallah, der hat einfach Latte Macchiato gehabt. Wallah, um 20 Uhr. Zeig mal. Kendrick mit Nicki. Ja, also okay, erzähl. Also, wir gehen jetzt an einem Ort, wo super viele Menschen sind. Ja. Okay, wo super viele Menschen ja. sind. Und dann machst du einfach diese Aktion, du hast einen unsichtbaren Freund und jemand hat den angerempelt und du muckst dann richtig auf, der den angerempelt hat. Also ich tue, als wenn ich einen unsichtbaren Freund hatte? Genau, du unterhältst dich mit denen und dann irgendwann mal, wenn du den passenden findest, sagst du, was rempelst du den an? Wow, machst du nicht fertig. Ja, also komplett ja, behindert. Ist easy, ich bin ja, easy. Ja, okay, also komm. Ich hab den gestern auch. Ich hab gestern auch so gesagt, pass auf, da kommen welche. Ey, du hast meinen Freund angerempelt. Ey, alles gut? Was? Boah, du hast gerade meinen Freund angerempelt. Pass mal auf, Jungs. Ich bin nicht Deutsch, ich kann nicht verstehen. Du hast. You have my friend angerempelt. Ah, dein Freund. Yeah. Entschuldigung. Ey, sag dir Entschuldigung. Sag denn. Okay. Da gibt er einen Kuss. Gib den einen Kuss. Ah, Tamam. Ist gut? Alles gib 5 Euro will der. 1 Cent. 1 Cent. Gib den. Ich hab das nicht. Wir sind da. Ja. Ah, okay. Gut, gut. Tamam. Tamam. Ade, bye. Okay, los! Ey, ey, ey! Ey, Digga! Hast du gesehen? Ey, ich schnell! Ne? Aber ich hab geschafft, ich hab geschafft. Ey, ich hab Seitenstiche bekommen vom Weitlaufen, damit wir uns hier in der Mitte treffen. So, auf jeden Fall, Asuna, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar, erinnerst du dich noch an unser Video, wo wir das mit den dummen Anmachsprüchen gemacht haben? Ja, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich hab mir heute auch einen überlegt und du wirst heute auch einbringen müssen. Und zwar, pass auf, den hab ich mir heute extra rausgesucht. Entschuldigen Sie kurz, haben Sie kurz Zeit? Ich bin von der Knutsch-Bundesbehörde. Ich bin dazu gesetzlich verpflichtet, sie heute abzuknutschen. Bist du dabei? Ich will nicht wissen, wie lange du überlegt hast. Ja, Internet. Bist du dabei? Alter, ich schäme mich, musst was du warst. Nein, das ist easy, Ade. Ja, Ade, komm, Alter. Ja, Ade, komm, Alter. Hast du kurz Zeit? Oh, ja. 2 Minuten. Ich will... Also jetzt mal nein, Spaß beiseite. Ich bin. Warum hast du denn? Ja, ich hab doch. Sorry. Okay, pass auf, also. Was hast du? Also pass auf. Ich bin von der Knutschbehörde, ne? Okay. Ich bin von der Knutschbehörde, ne? Und ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, nicht zu küssen, Alter. Okay. Wieso darf ich nicht? Warum? Komm mal einen Kuss. Nein. Warum? Nein. Nur ein... Wow. Warte, du machst bestimmt YouTube-Videos, ne? Ja, so fast. Boah, Alter, du hast mich gekillt gerade, Alter. Okay. Mach's einfach weiter. Trotzdem geil. Nein, ich nur welchen Kanal bist du? Ja, wie TV. Ja, wie? Genau. Aha. Ist das mit J oder Y? Mit Y. Alles klar. Ja, check das ab. Im Video, ne? Ja, check das ab.
Ey, ich konnte gar nicht zum Punkt kommen, Alter. Warum? Also ohne ich, Bruder, du weißt doch selber, wirklich dunkelhäutige, wir haben selber, und da kann man selber dunkelhäutig. Ey, die sind Ablacher, Bruder. Ich weiß, ich weiß. Ey, die kommt schon an, die war schon am Lachen, während die mit mir am Reden ist. Bruder, ich konnte mich zusammenreißen. Aber ich habe versucht, ich habe wirklich versucht, noch diese Geschichte beizuhalten am Ende. Ich habe trotzdem versucht, aber ja, es okay, ging gut, mich, Alter, Bruder, ich bin heiser geworden. Du hast es geschafft, egal, ich habe ja, okay. Du wolltest mich gerade hochnehmen, ich gebe dir jetzt mal eine, keine Challenge mehr, das ist eine Mutprobe schon. Du guckst jetzt, aber jetzt nicht bei Frauen. Was ja? Du siehst doch hier diese Bäckerei, diese Stühle. Ja. Ne? Da setzen sich auch manchmal, ich habe schon beobachtet. Oh nein. Schuh wegziehen. Junge. Junge. Wallah, ich schwöre, Wallah, ey, wenn ich mit dir nicht übertreiben werde, ne? Du Zigeuner, Alter. Mit Koch. Boah, warum ist mir das nicht eingefallen? Ja, wo jetzt habe ich vier. Wie? Ja, normal, aber jetzt nicht bei Frauen. Guck mal so. Ja, ja, so Jungs am Ende. Am Ende, ich muss alte sagen. Alte Herren, alte Opas. Musst du irgendwas erklären? Nein, okay, ich bin dabei, Adel. Lava nicht. Lava, warte, warte. Ey, ich hab's gar nicht gedacht, Alter. Viel Spaß. Ey, bis hier jemand hinkommt und sich hinsetzt, Alter. Das war ein Prank, ey! Das war ein Prank! Aber mit Freunden! Mit Freunden! Butterfly und so. Hey, was los? Komm mal hin, Alter! Aber ey, der ist krass runtergefallen, Alter! Ja, nein, war okay. Leute, ich bin wirklich nicht so asozial. Ich musste das durchziehen. Ihr wisst Bescheid, ich bin nicht so. Ich bin lieber Junge. Der ist anders. So, Weber, Leute, nein, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Nein. Ihr habt ja eben gesehen, was ich machen musste. Ne? Auf jeden Fall habe ich mir jetzt was Krasses überlegt. Kennt ihr Asuna? Das? Wenn du an der Reihe warst, du hast ihn hochgenommen, jetzt willst du nicht mehr mitspielen. Asuna, wenn ich du wäre, gehst du zu irgendeiner x-beliebigen Person und du sagst, hey, kann ich mal kurz dein Handy nehmen? Ich muss jemanden anrufen. Dann nimmst du das Handy, egal von wem, Mann, Frau, du rennst, bis er dir hinterher rennt. Du bist jetzt ein Dieb. Bist du dabei? Allah. Wegrennen, bis er den hinterher rennt, der muss dich bekommen. Bruder, bei Handy eskaliert die Sache. Das ist wichtiger als Portemonnaie, weißt du, ne? Du hast gerade sowas auch, jetzt bin ich dran. Alter. Bist du dabei, ja oder nein? Ja, normal, Alter. Ja, Alter. Ich bin dabei, Alter. Komm. Jungs, habt ihr kurz Zeit? Habt ihr. Darf ich kurz von eurem Handy kurz nur anrufen? Ich hab keine. Scheiße. Run. Hey Junge, der war am Rennen, Alter. Problem, der hinterher. Ey, das sind aber Freunde, ja? Stell mir die Jungs, Alter. Sofort am Rennen, Alter. Ohne zu zögern. Viel Spaß euch. Mach's gut, Jungs. Ey Junge, du hast gerade durchgezogen, Alter. Aber ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass sie hinterherlaufen. Ja, natürlich, was hast du denn Handy? Samsung, irgendwas Brutales an ja, Samsung. Ja, siehst du, Alter. Ey, Digga, wie hat der sich in dem Moment gefühlt, frage ich mich. Stell dir vor, Alter, pack dein Handy hier weg. Der hat aber lange überlegt, aber trotzdem gegeben. Oh, der lacht sich bestimmt so. Boah, ach, nicht, dass er wegrennt. Der sieht schon aus wie so ein Verbrecher. Dann gibt der und dann rennt der. Aber ich glaub, der hätte dich gar nicht bekommen, ne? Boah, wäre ich richtig schlimm, ich wäre weg, Bruder. Ich war wirklich weg. Aber du hast durchgezogen, stabil. Aber guck mal, du hast dir jetzt ein Eigentor geschossen, nur damit du weißt. Das ist das Problem. Bin ich dran. Wir machen jetzt fast das gleiche so wie bei mir. Aber, komm mal, du gehst zu einer Frau, Digga, oder zu einem, am Ende weiblich, egal was das ist, ne? Ja. Du sagst dir, ich muss von deinem Handy anrufen, weil ich kein Guthaben habe. Und dann willst du mit deiner Nummer gebe ich irgendeiner meine Nummer, Alter. Pech? Ja, und dann, jetzt habe ich deine Nummer, ich rufe später an. Genau! Allah. Das war super alt,
Aber man muss Eier dafür haben, was soll ich sagen, Alter? Aber egal, irgendeine Frau. Irgendeine Frau, von mir aus die. Ja. Ja, ich bin. Boah, ich hab auch gedacht, ey, fuck, Alter. Dabei? Ja, okay. Hade. Auf jeden Fall, das ist, ich hab denen so eine Aufgabe gegeben, das ist meine Nummer, die der jetzt weitergibt, ne? Und da habe ich ein bisschen Mitspracherecht, wen er aussuchen darf. Er darf keine Schrägschraube suchen, sondern die muss auch schon gut sein. So, weiter geht's. Chevo, die gibt dir Nokia. Der hat einen bekommen. Chevo, die sagt, ich hab noch 4 Euro Guthaben, mach schnell. Die ist gerade am Snake spielen. Der Bein. Der hat gerade auf jeden Fall Schulter bekommen und mir gegen sein Kind. Mama, mein Kind tut weh. Das ist wie, wenn du 2 Stunden Fallen kaufst. Kannst du vielleicht anrufen? Ja. Ich kann leider nicht anrufen, kurz mein Vater soll mich abholen. Wär ganz lieb. Kannst du auf Vodafone anrufen? Ja. Ja, super. Wenn du willst, wähl einmal. Ja. Dein Handy auch kaputt. Ja, richtig. 0174. Ja. Ja. 39. Guck mal, ob es klingelt. Kannst du Lautsprecher machen? Ja, du kannst auch nehmen. Oh, dankeschön. Ha, da habe ich dich. Ich rufe dich später mal an, ja? Treffen wir uns mal auf so einen Kaffee oder so, ja? Ja, mal gucken. Alles klar, ich melde mich dann. Ciao. Ey, Digga, Alter. Ja, easy, ja. Aber krass, ey, ja. Im Regen hat er ein Mädchen angehalten, die auf dem Fahrrad war. Ich sag mal so, ich habe jetzt so die ganze Zeit geguckt, ich habe keine gefunden. Ein paar haben mir ein paar Körbe gegeben, aber ich habe einfach die spontan gesehen auf dem Fahrrad. Bleib mal stehen. War okay, ging schnell, Alter. Bleib mal stehen. Am Ende, das war sein Handy. Du hast ihre Nummer. Ich halte mich da raus. Beide Nummer, Alter. Ey. Warte. Jo, Freunde, es steht gerade 3-3 und es ist wirklich sehr windig. Es fängt an, zwischendurch an zu regnen. Es kieselt immer. Monsun, wir haben mittlerweile 9 Uhr. Monsun, Alter. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich glaube, es gibt heute kein Ende mehr. Wir hören, also wir beenden das lieber. Aber die werden heute doch sauer, Alter. Ja, Bruder, aber wer will denn aufhören? Wer bekommt die Strafe? Problem? Guck mal, jetzt ohne Spaß. Bei uns gibt es kein Ende, wirklich. Wir sind krass. Nur wenn wirklich eskaliert. Aber es gibt kein Ende. Ihr müsst Verständnis dafür haben, dass Leute, es keine Strafe Leute, gibt, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ich du wäre, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und Leute, wir haben uns heute überlegt, das mit den dummen Anmachsprüchen. Ja, genau. Wir haben wieder richtig Bock darauf bekommen. Wenn ihr wollt, dass wir als nächstes Video wieder einen zweiten Teil drehen von dumme Anmachsprüche an Frauen, dann schreibt es in die 30, Kommentare. Und ja, also wir werden gleich überfahren. Ganz kurz. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen hoch. Wir sind cool, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.